Moin Moinchen, ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen beim Let's Play von Donkey Kong Country Tropical Freeze, dem 9. Part mittlerweile. So, und wenn ich richtig zähle, haben wir dieses Level, das, das oder das, je nachdem welchen Levelausgang man nimmt, und dann oben ein Boss. Ja, das ist die dritte Welt. Ich habe gerade mal mich informiert, wie viele Welten es insgesamt gibt. Ja, und es sind 6 an der Zahl. Das heißt, wenn wir die dritte Welt durch haben, dann können wir so halbwegs von einer Halbzeit reden. Und ich gehe jetzt mal ganz optimistisch davon aus, dass wir den Boss in der 10. Ausgabe, also in der nächsten Ausgabe, sehen und auch legen werden. Ja. Und wir müssen also wirklich so von 20 bis 25 Folgen ausgehen. Denn es wird ja nur auch nicht einfacher, ne? Gut, wir gucken mal, ob wir hier wieder irgendwas uns stibitzen können. Nee, nichts versteckt. Aber weiter. So, ich muss jetzt auch erstmal wieder reinkommen. Ah, hab wieder eine kurze Pause gehabt zwischen den Aufnahmen. So, und hab mir hier direkt wieder Damage eingefangen. Das ist doch. Aber das Gute ist, wenn man so ein Fass hier einlöst, dann gibt's ja direkt wieder Energie zurück. Das machen wir jetzt auch direkt. Na, komm hier. Bumm. Genau, das Herz ist wieder aufgefüllt. Oh, jetzt werden wir aber richtig abgezündet hier. Oh. Ach. Das ist das Raketenfass, von dem hier geredet wurde. Ah, ich muss B öfter drücken. Muss ich es gedrückt halten? Ja, Tatsache. Oh. Man muss es immer so tappen. Und dabei noch die Richtung bestimmen. Eieiei. Boah. Okay, was ist das denn für eine Steuerung? Ich merke gerade, ich habe den Timer noch gar nicht gestartet. Ah, fuck, ey. Ja, komm, wir starten den Timer. Und ja, komm, 25 Minuten laufen ab jetzt. Haben wir heute vielleicht noch eine minimal längere Ausgabe. Och, Mann, ey. Der ist aber auch so ein Kackgegner, du. So, Diggi, Dixie. Diggi. So, immer schön B drücken, so. Ich glaube, wir müssen ja auch einen... Ja, so... Man merkt langsam, wie man so das handeln muss, ne? Immer ein... Okay, da muss man wohl durch das Loch da unten durch. Oh, das Fass hat noch ein... Ah, da gab es ein Herz. Das wäre schön gewesen. Nein! Alter, das ist eine Challenge mal wieder. Ja, schön, dass hier auch direkt so Bonusleben und sowas warten. Dann hat man zumindest hier keinen großen Verlust, um in diese Challenge reinzukommen. Aber ja, wie das meistens ja ist bei diesen Spielen. Nehmen wir Diddy. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, oder? Komm, nehmen wir Diddy. Für die Fassreise hier macht es keinen Unterschied. Nicht, dass der sich irgendwann mal... vernachlässigt vorkommt. Ah, das hatten wir vorhin sogar besser unter Kontrolle. Ich drück zu schnell, ich drück zu langsam. Da haben wir das Leben verpasst. Das war nicht so gut. So, jetzt gleich den nächsten Fisch. Oh, Leute. Ja. Oh. Gott, ey, das ist gut. Das ist ein lustiges Level. Ich muss noch mal gucken, ob das vielleicht einfach mit gedrückt halten oder sowas funktioniert. Weil es bringt mich mega durcheinander, den Button immer in so einem bestimmten Rhythmus zu drücken und auch dementsprechend anzupassen. Aber ich glaube, gedrückt halten und dann ab und zu mal loslassen wie so ein Gaspedal könnte einfacher sein. Aber gedrückt halten reicht nicht. Wir müssen es tappen. So, her mit die Bananen. So, das war gut. Das war gut. Wäre schön, wenn wir jetzt gleich auch das Bonusleben uns mal graben. Da ist die fette Seeschlange. Das war gut. Das war gut. Und das Herz, bitte. Das Herz, Gott sei Dank. So, dann jetzt mal wieder ihn hier. Kommen die Dinger. Ja, doch, gönnen wir uns mal 2, 3 von. Oben her, leben. Können wir hier? Wir fliegen einfach weiter, oder? Wir fliegen einfach weiter. Checkpoint erreicht, sehr schön. Da werden die Fische angeliefert.
Ui, bouncy, bouncy. Oh, 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 oh. Ah. Da wird aber einiges von Weidemann abverlangt hier, muss ich direkt mal sagen. Tatsächlich ist es ja wirklich egal hier, ob man einen Bonus-Charakter gerade dabei hat oder nicht, weil man hat sowieso nur einen Hitpoint. Mit dem zweiten geht man dann schon Game Over. Da drüber. So, ein Herz wäre nicht schlecht. Ein Herz wäre nicht schlecht oder ein Checkpoint, aber der wird so schnell nicht wiederkommen. Wow, alter Lacko. Das war schlecht. Da müssen wir unten her und da wäre das Herz gewesen. Okay. My oh my. Gibt es Leute, die sowas direkt beim ersten Anlauf schaffen? Ich weiß es nicht. Das ist ja Try and Error in Reinkultur, ne? Oh nö, das war dumm. Drunter. Boah. Also ihn aus diesem Sturzflug wieder so zu setteln, fällt mir immer noch schwer. So. Drüber. Nein! Oh. Also das Wasser unten ist richtig scheiße. Was soll denn das? Hm. Oder habe ich... Übersehe ich ja was bei der Steuerung. Ich drücke halt die ganze Zeit B, glaube ich. Na, R, L bringt alles nichts. Okay, man könnte auch A drücken. Das hat aber denselben Effekt, oder? Also ich glaube, wenn man A drückt, hat man ein bisschen bessere Kontrolle. Na, oder auch doch nicht. Wow! Was mache ich denn da eigentlich für eine Scheiße? Oh, oh, Leute, die Leben schwinden. Raketenfass Rock. Okay. Es war nur eine Einbildung mit der besseren Kontrolle, glaube ich. Oh, Mann. Ich kriege ihn nicht so schnell wieder hochgezogen. Was soll denn das? Ich kriege ihn nicht so schnell wieder hoch. Was ist da los? Ich glaube, ich muss dann einfach schneller tappen oder so. Möglicherweise. Mensch, und dabei ist das doch für mich gemacht hier. Mit der Raketenschüssel. Ne, er hat jetzt das Raketenfass. Ich habe die Raketenschüssel für auf dem Klo. Ah, Mann! Oh, ey, so schnell kann ich doch gar nicht tappen. Oder muss ich rubbeln? Um ganz schnell hochzukommen, rubbeln? Keine Ahnung. Boah, ey. Ey, bei dem Spiel habe ich doch jetzt auch locker schon 100 Leben verloren. Und hier unten drunter her. Da ist das Herz. Nimm's sofort mit, Mann. Nimm's sofort mit. Oh, jetzt müssen wir hier auch noch. Wo ist denn der Checkpoint hier? Allah. Da ist er schon. Perfekt durchgeflogen, ey. Geil. Ey, Kong ist mir so egal. Aber wir nähern uns dem Levelende, würde ich jetzt mal hoffen. Hoch. Oh, er will mich fressen. Er bleibt unten. Nein, ich habe das... Er kommt hoch, genau. So, das habe ich mir nämlich gedacht. So, und ich hoffe, wir haben die Gefahr gebannt. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Juhuhuhui. Alter Vater. So, hier ist Level Ende. Sollen wir mal hier unten noch ein bisschen gucken? Einen Hitpoint habe ich ja. Gibt es noch ein paar Bananen zum Abstauben? Sollten wir mitnehmen. Boah, die Schwimmkontrolle ist nicht so geil. Oh, schnell hoch. So, wenn es geht, ein Leben. Ah, Bananenbündel. Okay. Auch nicht verkehrt. Oh, Leute. Die ganzen Bonus-Items waren mir sowas von egal. Hauptsache, wir sind da durchgeflogen. Geiles Level mal wieder. Also vom Design mega, mega gut. Aber wenn man
man in der dritten Welt schon so gefordert wird teilweise, ne? Ich habe wirklich Schiss vor den weiteren Level. So, wir haben Kanonen-Kasatschok. Ja, und wenn ich richtig zähle, haben wir das. Dann haben wir noch eins, je nachdem, wo wir gleich landen, im Kanonen-Kasatschok. Und dann ist oben der nächste Boss. Und das sieht irgendwie nach so einer kleinen Hütte aus. Wartet da ein Affengegner auf uns oder sowas? Was mir übrigens mal so langsam aufgefallen ist, jede Welt hat so eine thematische Abhandlung. Also es hat auch immer so Zusammenhänge, ne? So in diesem Bayern-Level, da war halt auch ganz viel mit so Holzhütten und so weiter. Und dann ist man auch in dieser Schreinerei gelandet, was ja so ein Minen-Level war. Also das baut alles irgendwie aufeinander auf. So, da oben haben wir wieder einen treuen Gefolgen. Warum steht denn da... Ach so. Wow, okay. Ja. Ich habe meine Sprungweite unterschätzt als Solo-Donkey. Also ich habe wirklich über ihn die schlechteste Kontrolle, ne, muss ich direkt mal sagen. Wenn ich so einen Bonus-Charakter dabei habe, so wie Diddy oder Dixie, dann ist das alles irgendwie ein bisschen einfacher, weil man einfach diesen Sprung besser steuern kann. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das für viele Leute damals ein Grund war, zu sagen, nee, das ist mir irgendwie zu haarig. Oh, ein Millimeter. Junge! Oh. Alter! Millimeter zu weit gegangen, ne? Hat mich so aus dem Konzept gebracht. Eine Banane. Was soll ich mit einer Banane, Leute? Ihr merkt doch hier meine Skills, Retro Studios. Auf jeden Fall wird man hier nicht geschont. Also ich gebe schon den Leuten recht, die auch sagen, es ist jetzt nicht mit Crash Bandicoot unbedingt vergleichbar vom Schwierigkeitsgrad. Aber also weit dahinter sehe ich es nicht. Beziehungsweise die späteren. Was hatte ich jetzt vor? Das weiß ich irgendwie selbst nicht. Die späteren Crash Bandicoot-Teile 2 und 3, die sind sogar einfacher als das hier. Bei Weitem. Aber Crash Bandicoot 1 und... Ich würde das hier vielleicht vergleichen mit 4. Das kommt ganz gut hin. Die Banane reizt natürlich, ne? Die nehmen wir mit. Aha. Da muss man sagen, das hat er so halbwegs drauf, der Weidemann, diese Raketenfass-Action hier. So halbwegs zumindest, ne? Geil! Bonus Life! Die freuen mich in dem Spiel richtig. Also das, wenn wir irgendwo mal so einen Ballon sehen, finde ich einfach den Wahnsinn. Oh, ich sollte mal ein bisschen mehr abwarten, da kommen ja auch so Bonus-Items. Hier ist jetzt nur ein Puzzleteil, was mir relativ bums ist. So, Checkpoint erreicht. War hier irgendwas? Nee. Was haben wir hier eigentlich? Sind das so Trampoline? Nee. Aber da unten, da kann man was gegenschmeißen, wenn man es erreicht. Was könnte das sein? Eine Bombe zum Beispiel. Die Bombe könnten wir hier gegenwerfen, um in ein Bonuslevel zu kommen. Nee, wir lassen das mal bleiben. Scheiße, zu weit weg. Ja, hat leider nichts geholfen. Jut. Ja. Hier müssen wir einfach nur ein bisschen Abstand halten. Das ist okay, da komme ich mit klar. Na, was ist denn hier? Hallo. Schnell schießen, ne? Genau. So. Und nu? Das war dumm. Juhu, nicht nur vors Fass, sondern auch noch in den Abgrund, ey. Scheiße. Warte mal, was ist denn da? Da schimmert irgendwas durch meinen Greenscreen, ne? Achso, das ist ein Sonnenstrahl. Ein Sonnenstrahl auf dem Greenscreen. Wie schön ist das denn? Ja, wird auch Zeit, dass mal ein bisschen die Sonne rauskommt, ey. So, dann mal her mit dir, Meister Sifu. Boing. Die nehmen wir mal mit. Und dann... Bäm. Na komm, dann gönnen wir uns mal ein paar Bananen.
Ah, das war doch schon ganz amtlich. Hey, kein Problem, oder? So. Simplicissimus. Haben wir ein schönes Teilchen mitgenommen. Das Bonusleben finde ich halt immer sehr reizvoll da dran. Habe ich jetzt durch die 100 Bananen einen Ballon? Oder wie soll man das erklären? Wahrscheinlich, ne? So. Plop. Gut, das Herz brauche ich jetzt gerade noch nicht. Gut, da müssen wir das mittlere treffen. Uah, da muss man schnell sein. Okay. Das war dumm. Ey, die Scheiße ist, dass ich auch nicht eine zweite Chance bekomme. Ne? Da, man wird einfach so weggeschmissen dann. Unglaublich. Ja, mit dem Bonus-Level haben wir gerade gezeigt. Ich will jetzt nicht die Zeit, Zeit hier herausfordern. Ich will durch das Level durch. Das ist für mich jetzt erstmal das Wichtigste. Wir haben ja noch nicht mal den ersten Checkpoint erreicht. Von daher. Zack, die Wutz. Eine Sekunde zu spät gedrückt. Oh, er zeigt halt auch sofort dahin. Also ich sollte sofort drücken, ne? Ich bin echt so reaktionsschlecht geworden. Das muss das Alter sein, Leute. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich hier noch in der Gewöhnung wäre. Also dass ich so viel zocken würde, dass ich sagen müsste, meine Reflexe sind mega gut. Das waren sie eigentlich noch nie und viel besser geworden sind in den letzten Jahren. Natürlich auch nicht! Oh, und wenn man redet, sollte man. Man sollte hier nicht reden. Das sagen wir mal so. Scheiße. Oh. Na komm. Jetzt bin ich auf einmal bei dem oben hier. Ach, das ist ja doch schon ein Checkpoint, ne? Ich habe gerade gedacht, ich bin nur noch am Level anfangen hier. Aber nee, es ist ja schon der Checkpoint. Warum brauchen wir eigentlich gar nicht? Warum die jetzt hier Bäume fällen, weiß auch keiner so genau. So. Sehr schön. Aha. Ich würde mal sagen so. Ah, gerade ist es weg. Da flippert man sich da schön hoch. Der Bonusbuchstabe ist mir doch egal. Aber das ist ja mal jetzt. Wie soll das denn? Moment mal. Es ist aber trotzdem so gedacht, dass man dann schon so hier. Ah ja. Wir haben es geschafft. Okay. Ich wollte das Bonus live haben. Ey, sorry für die Sonne hier gerade, aber die zieht ja jetzt weg, ne? Also die Sonne auf dem Greenscreen. Was ist das denn für ein Effekt? Moment mal, ich gehe mal hier so ein bisschen rüber. Was für eine Scheiße. So. Nicht dadurch, dass das jetzt groß stört. So, wir gehen wieder in unser Level La Savanna und gucken dann mal, oder in die Oberwelt und schauen mal, was uns jetzt für ein Level offeriert wird. Guck mal, wir hätten zwei Seitenausgänge gehabt und jetzt kommt schon der Endboss. Savannensause. Oh, Leute, na, dann bin ich ja mal gespannt. Okay, wir haben zwei Levelausgänge verpasst. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Na, egal. Dann gucken wir doch mal rein in the Boss. Savannensause. Gibt es in der Savanne überhaupt Affen? Müsste, oder? Ich habe da schon was gehört, was Affiges. Aber das war wahrscheinlich das Fass hier, ne? Wir nehmen Dixie. Sie ist mein
mein Anker. Oh, Banane. Ach du Scheiße, Mandrills. Die sind sowieso so böse. Oh. Okay. So, nu, was habt ihr vor? Oh. Soll man die irgendwie erwischen oder so? Nee, das bringt schon mal nichts. Ah, das gibt ein Herz, sehr gut. Oh. Oh, das. Ich muss gucken, dass ich den nicht auf den Helm springe, ne? Ach. Alles klar. Okay, bis jetzt geht's. Aber gut, das war jetzt auch nichts Wildes, ne? Also das war jetzt, wenn das überhaupt mal die erste Phase war. Rollen. Okay. Ah, shit. Warum habe ich jetzt selbst Energie abgezogen gekriegt? Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das irgendwie alles richtig mache, aber es ist doch bisher gar nicht so schlecht, oder? Affen springen. So. Also bisher läuft es doch irgendwie, oder? Finde ich bisher deutlich einfacher als die Eule, aber... Ich schätze mal, das war jetzt die erste Phase, kann das sein? Ja. Mensch, man hat nicht viel Zeit für diese lustige Melone. Oh. Shit. Oh Mann. Okay, das ist eine Scheiße hier gerade. Jetzt ist Dixie weg. Das ist schon mal ganz schlecht. Boom. So. Oh, Scheiße, da sind ja Stacheln dran. Das habe ich irgendwie übersehen. Okay. Upsala. So, es gibt ein Herz wieder, zum Glück. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich in dem Kampf schon bin. Oh, 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 oh. Oh, 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 shit. Okay, da wird's dann wirklich eng. Okay, okay. War das die letzte Phase? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben es schon recht weit geschafft in der Runde. Oh, ich habe Cranky. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geil ist. Oh, okay. Na komm, einen Versuch können wir uns noch gönnen. Dann ist die Zeit für heute durch. So, das war gut. Oh.
Das ist ja bescheuert. Nee. Also sowas wie Dixie oder Didi ist da schon deutlich besser. Weil ich mich da länger in der Luft halten kann. Solche rollenden Kackteile hier, das ist immer nicht so gut für mich. Wow. Na komm. Jetzt werde ich auch noch selbst davon gedamaged. Oh, hihi. Mann, scheiße. Okay, noch einen weiteren Versuch wird es jetzt nicht brauchen. Ich habe die Uhr ja auch ein bisschen spät angestellt heute. Deswegen verabschiede ich mich bis in die nächste Ausgabe. In Ausgabe 10 bin ich aber recht optimistisch, dass wir die Mandrills schaffen werden. Vielleicht handeln wir es direkt so, wie wir es bei den bei der Eule gemacht haben, dass ich euch meine Fails zusammenschneide und den einzigen erfolgreichen dann zeige und so starten wir dann in die 10. Ausgabe. Von daher, sag ich, bis zum nächsten Mal, kommen Sie wieder, bleiben Sie geil, immer schön schroff bleiben und wir sehen uns in Teil 10 hoffentlich wieder, oder? Will ich ja wohl mal hoffen, also macht's gut, ne? Bis dahin, tschüss!